Im folgenden Film zeigen wir Ihnen ein Übungsprogramm, welches Sie auch als Diabetiker einfach und sicher zu Hause durchführen können. Das Springseil der Arzt Vintage Series besteht aus einem robusten Lederseil, hochwertigen Holzgriffen und ist längenverstellbar. Neben dem klassischen Seilspringen eignet es sich für viele weitere Übungen. Mit der folgenden Übung stärken Sie die Muskulatur in Ihrem Oberkörper. Stellen Sie sich schulterbreit hin und halten das geviertelte Springseil mit beiden Händen gestreckt vor dem Körper. Bewegen Sie das Seil wie ein Paddel und ziehen es rechts und links seitlich am Körper vorbei. Bewegen Sie den Oberkörper mit der Bewegung mit, als ob Sie sich in die Kurve legen wollten. Achten Sie dabei auf eine gleichmäßige Atmung. Führen Sie diese Übung zwischen 20 und 30 Sekunden aus. Legen Sie anschließend eine kurze Pause für 20 bis 30 Sekunden ein. Wiederholen Sie den Übungssatz ein bis zweimal. Mit der folgenden Übung trainieren Sie Ihren ganzen Körper. Stellen Sie sich aufrecht und stabil hin. Das Seil wird geviertelt, mit beiden Händen an den Enden gefasst und vor dem Körper auf Oberschenkelhöhe gehalten. Heben Sie das Seil mit der Ausatmung gestreckt über den Kopf und machen Sie dabei mit dem linken Bein einen großen Schritt nach hinten. Mit der Einatmung gehen Sie wieder aus dem Ausfallschritt zurück in die Ausgangsposition. Bei der nächsten Ausatmung wiederholen Sie diese Übung und setzen das rechte Bein einen großen Schritt zurück. Mit der Einatmung bewegen Sie sich wieder zurück in die Ausgangsposition. Führen Sie diese Übung 8 bis 10 Mal pro Seite aus. Machen Sie anschließend für 20 bis 30 Sekunden eine kurze Pause. Wiederholen Sie den Übungssatz je nach Trainingszustand ein bis zweimal. Die folgende Übung trägt zur Kräftigung Ihrer Beinmuskulatur bei. Stellen Sie sich stabil hin, mit einem Fuß auf die Mitte des Seils. Ziehen Sie nun mit den beiden Enden das Seil mit dem daraufstehenden Fuß nach oben und beugen das Knie dabei. Mit der Ausatmung strecken Sie das Bein gegen einen leichten Widerstand, den Sie durch Gegenhalten des Seils erzeugen, zurück auf den Boden. Beim Einatmen heben Sie das Knie mit dem Seil wieder an und führen die Übung erneut durch. Führen Sie diese Übung mit dem rechten Bein 8 bis 10 Mal durch, legen Sie anschließend eine kurze Pause für 20 bis 30 Sekunden ein und wiederholen Sie die Übung dann 8 bis 10 Mal mit dem linken Bein. Wiederholen Sie den Übungssatz mit jeder Seite ein bis zweimal. Mit der folgenden Übung verbessern Sie Ihre Ausdauer. Nehmen Sie einen stabilen Stand ein. Das Springseil befindet sich in der rechten Hand. Schwingen Sie das Seil einhändig in Kreisen seitlich neben dem Körper. Die Bewegung sollte dabei in erster Linie aus dem Handgelenk erfolgen. Federn Sie aus den Knien im gleichen Rhythmus, in dem das Seil den Boden berührt, mit. Schwingen Sie das Seil für 20 Sekunden mit der rechten Hand. Machen Sie dann 15 Sekunden Pause und schwingen das Seil anschließend mit der linken Hand wieder 20 Sekunden. Wiederholen Sie den gesamten Vorgang nach einer Pause von etwa einer Minute, je nach Trainingszustand ein bis zweimal. Steigern Sie die Belastungsdauer dieser Übung von Mal zu Mal. Die Intensität bleibt jedoch gleich, sodass Sie sich während der Übung noch gut unterhalten könnten. Wenn Ihnen diese Übung sehr leicht fällt und Sie diese Übung sicher und stabil ausführen können, können Sie das Federn der Knie durch leichte Hüpfer ersetzen. Zum Schluss noch ein Hinweis. Führen Sie das Training nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt oder medizinischem Fachpersonal durch. Führen Sie vor dem Training eine Blutzuckermessung durch und starten Sie das Training nur bei guten Werten. Sie sollten das Training abbrechen, wenn starkes Schwitzen, Herzklopfen oder Sehstörungen auftreten. Wenn Sie das Gefühl haben, wenig Luft zu bekommen oder nicht mehr frei atmen zu können. Sobald Schmerzen auftreten, wenn Unwohlsein zum Beispiel in Form von Schwindel oder Übelkeit auftritt. Weitere Übungen und Informationen zum Umgang mit Diabetes mellitus finden Sie in den folgenden Filmen und in unserem Experten-Talk. Sport und Bewegung bei Diabetes mellitus kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Werden Sie aktiv! Viel Spaß dabei!